Wollt ihr mal schon bitte? Ja, ich habe bereits ein paar Geschichten hochgeladen und eine möchte ich euch jetzt eigentlich vorlesen. Die Geschichte heißt Alleine zu Hause. Jan war an diesem Tage krank. Er fand das ziemlich doof, denn es war Wochenende. Er war alleine zu Hause, seine Mutter war einkaufen gefahren. Ihm ging es besser als gestern, da hatte er 39 Grad Fieber gehabt und übergeben hatte er sich auch müssen. Jetzt hatte er kein Fieber mehr, aber ein wenig übel war er immer noch. Er hatte geschlafen, als er ein Klirren hörte, das ihm auf den Schlaf riss. Was war das gewesen? Jan überkam ein ungutes Gefühl. Es war bereits 17 Uhr und draußen war es schon fast dunkel. Es war Winter. Seine Mutter wollte um 17:30 Uhr wieder zu Hause sein. Vielleicht war es draußen jetzt auf der Straße, dachte Jan und drehte sich auf die andere Seite in seinem Bett und wollte weiter schlafen. Doch plötzlich vernahm der Junge ein Knarren. Ja, da ging noch jemand die Treppen hinauf. Dieses Geräusch kannte Jan, er hörte es mehrmals am Tag. Jetzt überkam ihn ein komisches Gefühl. War da doch jemand im Haus? Ein Einbrecher? Oder noch schlimmer, ein Mörder? Jetzt hörte er Schritte. Sie waren ganz nahe. Jan sprang auf und schnappte sich seinen Golfschläger, der immer in der hinteren Ecke in seinem Zimmer stand. Damit versteckte er sich unter seinem Bett. Er hörte Schritte. Jan sah schwarze, flache Schuhe. Die Person sah sich um. Jan hielt den Atem an. Jedes noch so leise Geräusch könnte ihn nun verraten. Der Junge hörte, wie die Läden seiner Regale aufgemacht und durchwühlt wurden. Doch am Ende gab die Person auf. Sie hatte nichts gefunden. Dann verschwand sie wieder aus dem Zimmer. Jan machte zur Sicherheit noch einige Sekunden, bis er sich traute, ein bisschen aus dem Bett hervorzustehen. Alle Läden seiner Regale waren aufgerissen, auch sein Schrank war umgewühlt worden. Doch der Einbrecher hatte wohl kein Glück gehabt. Jan versteckte sein Geld nämlich immer unter seinem Bett. An dieses Versteck dachte niemand. Er selbst hätte es schon einmal fast vergessen. Ich muss irgendetwas unternehmen, sodass der Einbrecher sich mit dem gestohlenen Zeug nicht aus dem Staub macht, dachte Jan. Aber was soll Jan jetzt tun? Ja, da könnt ihr jetzt mitraten. Überlegt mal ein bisschen und dann schaut auf meine Homepage bei Storytimes. Da findet ihr die Lösung. Ich lese die Lösung jetzt gar nicht vor, schaut auf meine Website. Nächste bitte. Ja, ich arbeite ja nicht nur an Kurzgeschichten und anderen Geschichten, sondern auch an Videos. Diese Videos verfilme ich meistens mit meinen Geschwistern, mit anderen Freunden und dann schneide ich sie zusammen und stelle sie meistens auf YouTube. Da ist übrigens die Verfilmung von der Geschichte, die könnt ihr euch dann ansehen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abcheckt. Abonniert mich. Ja. Da, nächstes bitte. Da habe ich auch meinen Lebenslauf verfilmt und aufgezeichnet. Wenn ihr das anseht, dann wisst ihr noch mehr von mir oder ich schaue auf meine Website. Vielen Dank.